Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bimini Drive. Ja, das ist vielleicht schon der letzte Tag, in dem ihr diesen lauten Lüfter hört. Vielleicht ist morgen schon der Brocken 2 da. Ist übrigens nicht der Maler jetzt geworden, sondern der EKL Alpen für den Brocken 2 gekauft bei Hardware-Versand. Das wäre jetzt Schleichwerbung. Ups. Egal. Das ignorieren wir jetzt einfach. Und ich habe jetzt schon das zweite Mal geklatscht, das darf nicht sein. Ich habe wie versprochen ein neues Auto. Und das, wie gesagt, wie immer nie getestet. Und Download-Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Vor allen Dingen ist es das, sowas hatten wir noch nie. Was das ist, seht ihr gleich. Und zwar ist es der, wo ist er? Erstmal wieder suchen. Es dauert immer länger, das Suchen, weil man es ja einfach nicht weiß. Lotus Type 59 von 1967. No, das ist ein Rennwagen. Der erste Rennwagen im Unity. Damit können wir schon Spaß auf den Rennstrecken haben. Vor allem, weil es ja so ein bisschen auf dem Naruto Speedring. Oder wie wäre da. Na, ich meine diesen. Nee, das. Ich rede jetzt von diesem, ja, Rundkurs. Weil das erinnert so an, ja, Indica oder so. Auf jeden Fall sehr detailliert. Gefällt mir auf jeden Fall. Hat er super gemacht. Das war. Ich meine, guck dich das mal an, wie detailliert das hier alles ist. Das ist ein Ford. Ford-Motor? Einem Lotus? Na, dann gehen wir einfach mal rein. Also es ist auf jeden Fall eine sehr geile Mod. Die macht bestimmt auch mit Lenkrad und wie heißt's? Gott, vergessen. Mit Lenkrad und Oculus Rift macht sie bestimmt auch sehr ziemlich Spaß. Okay, ist relativ langsam. Oh, hat eine direkte Steuerung. Aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Nur bei großen Geschwindigkeiten kann das zu Problemen führen. So, dann werden wir einfach mal irgendwo einen Crash machen. Einfach mal springen. So, und da flog schon die Motorhaube. Das ist keine Motorhaube. Einfach so. Ja, der Frontflügel war es gleich. Ab und hier schön. Das ist natürlich das, was häufig bei den Dings passiert. Was ich auch cool finde, also hier im Spiel. Das häufig bei Rennwagen passiert, dass die, ja, die Reifen einfach mal abfallen. Ich bin heute wieder ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Dauert immer Zeit, wenn ich aus der Schule bin, bis ich dann wirklich komplett wieder, ja, funktionsbereit bin, sag ich mal. So, da haben wir hinten ziemlich beschädigt. Übrigens, ich habe ja mal in Next Car Game geteasert, dass ich vielleicht bald. Alter, das sieht ja geil aus. Dass sich das sogar hinten dreht. Wahrscheinlich bei den anderen Autos auch so, aber hier sieht man es einfach. Also ich habe ja mal geteasert in Next Car Game diese Folge oder heute oder gestern oder vielleicht sogar morgen. Oh, böser Überschlag. Dass ich ja wahrscheinlich vielleicht bald schon eine neue Grafikkarte habe in den nächsten Tagen. Ich kann ja mal jetzt ein bisschen weiter teasern. Das ist jetzt nicht wegen mir, aber ich weiß es. Mindestens, und das hat sich schon was zu bedeuten. Der AMD Vice President ist heute in, diese Woche in Deutschland. Also, könnte was mit AMD zu tun haben. Also, er ist nicht wegen mir in Deutschland. Nur mal so, oder? Aber er ist nicht irgendwie. Da kann man das. Kein sonst komisch. Egal. Also, es hat was mit AMD. Vielleicht doch keine Nvidia, oder? Naja, wie gesagt, falls es klappt, ganze Story wird dann erzählt. Ich denke mal, es klappt. Und es wird verdammt cool. So, und dann werden wir jetzt einfach mal ein bisschen jumpen. Ich glaube, wir werden uns gar nicht so lange auf dieser Map aufhalten, sondern gleich auf eine andere Map gehen. Das ist erstmal schöner Jump. Oh, das war unangenehm. Hat auch den Motor gefetzt. Yep. Hat den Motor gefetzt. Dann gehen wir einfach mal auf eine andere Map. Und Akron Speedway, danke, so hieß er. So. Bam. So, dann wählen wir einfach mal wieder den Lotus aus. Wir können ja mal kurz gucken, ob es irgendwo einen stärkeren Motor für den gibt. Nee, so wenn das so nummeriert ist, schon mal gar nicht. Da ist der Motor. Nein.
So, da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt ist. So, gut. Dann jetzt einfach mal schön hier, like IndyCar und so weiter, vorbei. Ich bin mal gespannt, so schnell scheint er nicht zu werden, aber durch die direkte Lenkung könnte das relativ schwer werden, hier klar zu halten. Auf jeden Fall sieht der Wagen auch geil aus, muss man mal sagen. Vor allem die Reifen gefallen mir. Ups, jetzt nicht zu weit. So. Gut, wir können einfach mal einen Crash provozieren. Oh, der hebt sogar ab dann. So. Oh, schön in die Bande gecrashed. Oh, und da sogar Überschlag. Ah, das wäre böse für den Fahrer gewesen. Hat man anscheinend damals noch nicht so drauf geachtet. Oder hat einfach nicht, also das auf so einen Überrollschutz. Aber auf jeden Fall ein böser Crash. Ich kann immer andersrum fahren. Gott, ich bin. Also falls ich meine längere Zeit nicht sage, damit ich Gedanken. Wow, wow! Well, that was unexpected. Ach, war ein bisschen unerwartet. Was zur Hölle war das? Da ist es reproduzierbar. Oh. Erstmal schön hinten Reifen angedotzt, jetzt fahren wir schon ziemlich schlecht. Weil hinten der Reifen wackelt. Lol, da ist anscheinend eine Wand. Damit hätte ich nicht gerechnet. Oh. Das war Absicht. Ich wollte den ein bisschen andotzen, damit das beim Fahren ein bisschen Probleme macht. So, noch kann man ja fahren. Oh. Man kann eigentlich voll gut fahren. Ohne große Einschränkungen. Oh, 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 rechte Seite. Okay, noch können wir fahren. Okay, aber eine harte. Stylische Räder. So. Und boom. Wow. Kein Crash. Gut, danke. So, dann werden wir jetzt einfach nochmal auf eine andere Map, weil hier ist es irgendwie relativ unspektakulär und das tut mir leid. Genau. Laguna Seca. Weil da kann man gut auf Geschwindigkeiten kommen und muss trotzdem viel lenken. Das ist auch schöner Spielraum für geile Crashs. Also wir hier einfach mal unser Glück probieren. So, dann laden. Hälfte der Folge schon wieder um. Also, was ich ein bisschen blöd finde bisher an dieser Folge. Das Auto ist eigentlich geil, aber irgendwie kann man es bis jetzt nicht so wirklich zeigen, wie geil es ist. Egal. Wird vielleicht noch ergeben. So, dann erstmal aus der Boxengasse raus. Zweispurige Boxengasse, das ist nützlich. Ist ja aber, glaube ich, immer in amerikanischen Rennen. Also ich rede hier jetzt von Indica, NASCAR, in diesen Teilen. Wow, schon mal links angedotzt. So. Und jetzt Gas geben, schön mit Gas aus der Boxengasse raus. Das erste Mal, dass wir die Boxengasse zu Ende gefahren sind. Und wir haben schon die Beschädigung vorne links, spüren wir schon. So, indem der nämlich nach rechts lenkt. Oh, und da verlieren wir jetzt die Kontrolle. Oh, hinten hat uns den Reifen zerdeppert. Und ja, das war nicht so gut. Hey, da unten ist Wasser. Yay, Wasser. Ich finde das voll geil, dass da diese Dings sich drehen. So, dann einmal hier rüberziehen. Da hätten wir das Ding voll umgehauen, aber das ist egal. Okay, dann. Da, jetzt 6 wieder. Läuft die Aufnahme noch? J. Okay, ich hoffe, der Sound ist nicht zu asynchron. Ich weiß nicht, ob er überhaupt durch das Laggen asynchron wird. Ich denke mal, aber schon. Wenn er dann den Sounddatei weiter aufnimmt, aber nicht die Videodatei. Was zur Hölle spiegeln sich bitte schön in den Spiegel? Hier ist nicht mal Gras. Es ist irgendwie predefined, also vordefiniert.
was sich das spiegelt. Vom BeamNG her, so Bremsen. Und das Ding macht, glaube ich, mit Oculus Rift Spaß. Und jetzt unter dem Boss-Schild vorbei bremsen. Links. Den Wagen kann man eigentlich voll gut fahren. Ich muss mal Josie Sam fragen, ob er einen Nesca-Wagen machen kann. Das wäre geil. Aber es fehlt dem Wagen echt noch so ein Nesca-Auto. Oh nee. Vor allem wäre es dann geil, wenn es dann auch diese ausfahrbaren Klappen hätte. Aber ich weiß nicht, ob das so unmöglich ist. Reifen hat sich von selbst wieder aufgepumpt. So, jetzt hier diese Kurve bitte. Wow, und rechts. Okay, schön links. Oh, mit dem kaputten Reifen, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Schön über die Curbs. Oh, und da hat es uns noch was zerhauen. Oh, das ganze Rad abgerissen. Das habe ich gar nicht bemerkt. Wo ist es denn? Hinten hängt's. So. Das Auto kann wahrscheinlich auch wieder nur in Multiplayer komplett seine entfalten. Das kann ich stell dir mal wirklich hier vor, so 12, 24 Spieler mit so einem Teilen. Vor allem, weil man sich hier dann da wirklich so verhaken kann. Also ich stelle mir echt geil vor, was da noch alles möglich ist. Der Multiplayer wird für einige auch wahrscheinlich erst der Kaufgrund sein. Ups, da haben wir den Reifen beschädigt, vorne links. Der eiert jetzt ein bisschen. So, bei hohen Geschwindigkeiten stabilisiert er sich aber wieder. Jetzt fängt er sich wieder nicht. So, und jetzt machen wir einfach mal einen kontrollierten Abflug. So. Zu schnell und dann... Damn. Schön da an die Reifen, die natürlich im BeamNG nicht putzen können, aber es ging trotzdem relativ gut aus. So, erstmal schön. Upsala, wieder ein Leck. Ne, ich beende dann einfach hier mal die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, Download-Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.